Antares ist eine bildgebende Anlage für Neutronen. Das heißt, wir machen Bilder mit Neutronen. Das Ganze ist sehr ähnlich zu Röntgenaufnahmen, wie man sie vom Arzt kennt. Wir durchleuchten Dinge, um deren innere Struktur zu untersuchen. Bei uns sind das allerdings nicht biologische Proben, wie ein Mensch, sondern eher technische. Das heißt, wir untersuchen, wie schaut es im Inneren eines Elektromotors aus? Wie verhält sich ein Lithium-Ionen-Akku beim Laden? Oder wie schaut es innerhalb eines Dinosaurierschädels aus, ohne dass wir ihn aus dem Gestein rausbrechen müssen? Hier haben wir einen Stein, in dessen Inneren kleine Kristalle gewachsen sind. So ein Stein wird auch Geode genannt. Aber wie genau schaut es nun im Inneren aus? Die einfachste Methode ist natürlich, den Stein zu zerbrechen. Dann habe ich zwei Teile und kann hineinschauen. Das haben wir hier direkt einmal bei einem anderen Stein so gemacht. Man sieht hier schön, wie die Kristalle im Inneren gewachsen sind. Wir wollten das Ganze aber zerstörungsfrei machen, das heißt, ohne den Stein in zwei Teile spalten zu müssen. Und hier kommt dann Antares ins Spiel. Wir haben den Stein am Antares mit Neutronen durchleuchtet und ihn währenddessen gedreht. Das heißt, wir haben eine Computertomographie gemacht, das heißt eine 3D-Aufnahme. Das Ganze haben wir dann am Computer rekonstruiert und anschließend 3D gedruckt. Man sieht nun sehr schön, dass wir hier den ein oder anderen großen Kristall haben. Die meisten anderen sind aber relativ klein. Und das Ganze können wir nun sehen, ohne dass wir den Stein zerstört haben. Damit man sich das alles besser vorstellen kann, haben wir ein Modell unseres Instruments gebaut. Hier benutzen wir anstelle des Neutronenstrahls einen Lichtstrahl. Genauso wie der Neutronenstrahl durch Metall oder Stein hindurchsehen kann, schaut unser Lichtstrahl im Modell durch diese kleine Glühbirne. Das ist jetzt unsere Beispielprobe. Antares funktioniert dabei nach dem Lochkameraprinzip. Das heißt, der Neutronenstrahl trifft zuerst auf eine kleine Blende. Diese Blende schränkt den Ursprung des Neutronenstrahls stark ein. In Kombination mit einem langen Flugweg zwischen Blende und Detektor können wir so eine hohe Auflösung erreichen. Das ist dann auch schon alles. Man stellt die Probe in den Strahl und schaut sich dann an, wie viele Neutronen nach der Probe noch da sind. Im Neutronenstrahl haben wir so ein Schattenbild des Inneren der Probe erzeugt. Der schwierige Teil ist nun, die Neutronen zu detektieren. Wir gehen dabei so vor, dass wir einen Leuchtschirm nutzen. Der Leuchtschirm verwandelt Neutronen in Licht und erzeugt so aus dem Neutronenschattenbild ein sichtbares Schattenbild. Dieses Licht können wir dann mit einer normalen Kamera aufnehmen. Allerdings schaut die Kamera nicht direkt auf den Leuchtschirm, sondern über ein Spiegelsystem. Denn ansonsten würden die Neutronen die Kamera sehr schnell zerstören. So können wir mit Antares viele verschiedene Proben untersuchen. Von technischen Geräten über archäologischen Proben zu fundamentalen Fragestellungen der Physik. Häufig sehen wir dabei Dinge, die wir mit keiner anderen Methode sehen können. Das ist es auch, was Neutronenbildgebung so einzigartig macht.